It's hot out here. I wish it would snow. Nice and cool in here. Air conditioning, didn't you know? The weather doesn't matter. Das gewünschte Ziel existiert nicht. Bitte wiederholen Sie die Eingabe. Didn't you know? It's getting worse and getting better every day. Die Route wird neu berechnet. Das angegebene Ziel liegt in Fahrtrichtung. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf 12,7 Kilometer. Ja. Ja, hallo Herr Schulze. Nein, ich bin gleich da. Ja, beides stimmt. Wenn ich sage, dass ich mich nicht verspäte, dann verspäte ich mich auch nicht. Genau, bis gleich. Jetzt den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. The weather doesn't matter. Jetzt bitte weiter geradeaus fahren. Die Route enthält unbefestigte Straßenabschnitte. Wünschen Sie eine Umfahrung. Die Route wird neu berechnet. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Das gewünschte Ziel existiert nicht. Bitte wiederholen Sie die Eingabe. Achtung, die Route enthält Verkehrsstörungen. Halten Sie sich bitte an die hier vorgeschriebene Richtgeschwindigkeit. Mann! Schlecht, Olivia. Aber das war's dann mit dem Marktstand, hä? Die stand auf einmal mitten auf der Straße. Ich habe noch versucht auszuweichen. Der Schaden da, der muss ersetzt werden, ja? Ja, keine Sorge. Ich arbeite ja für eine Versicherung. Für die DVB. Sicher versichert. Kennen Sie, oder? Die ist ja noch. TÜV abgelaufen. Brauchen wir nicht, oder was? Ja, stimmt. Ich mach gleich einen Werkstatttermin. Ich hab's jetzt bloß ziemlich eilig. Ich muss dringend. Die ist da. Muss befestigt werden. Ja, klar, mach ich. Ich müsste jetzt aber wirklich. Schockstaue. Das muss zurück zu Olivia. Ja, kein Problem. Mach ich. War's das dann? Jetzt den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Dann weiter geradeaus fahren. Welcher Kreisverkehr? Du kennst dich doch hier aus. Bei Gelegenheit bitte wenden. So, ich muss da jetzt rein. Du bleibst hier und machst es dir hier bequem, ja? Übrigens, wenn du willst reparieren, Stoßstange, kommst du zu mir. Bin ich Pavel, mach ich dir günstig. Ja, ich melde mich. Hallo. Ich gehöre zu den Jungs von der DVB. Ich hab mich ein bisschen verspätet. Rupert Halmer. Die haben schon angefangen, oder? Entschuldigung? Die sind doch hier. Die Autos stehen draußen.
Also noch ein Zimmer. Das müsste die DVB für mich reserviert haben, aber könnten wir das später? Übrigens nicht schlecht. Was? Na, das mit dem, also, ist bestimmt nicht einfach mit dem Arm. Nein, ich meine den anderen, also, der ist ja nicht mehr... Lena! Entschuldigung, Herr Schulze und seine Truppe? Nimm Zimmer. Komm. Ja. Am Ende des Tages steht Erfolg für die Firma. Erfolg bedeutet aber auch Umsätze. Ich will hohe Umsätze machen, um es möglichst bald zum eigenen Bezirk zu bringen. Gut, Hoppe, sehr gut. Ziel anvisieren, schießen, nachladen, direkt das nächste Ziel. So funktioniert's. Breaking News, die Herren. Kollege Halmer hat sich herbequemt. Hallo. Ich weiß nicht, ob sich das hier schon rumgesprochen hat, aber ich dulde hier weder Gleitzeit noch Gleitgel. Das ist gut. Ja. Und ich weiß auch nicht, seit wann man hier ohne Schlips auftaucht. Vielleicht erzählt uns der Kollege einfach mal, was so seine Ziele hier in der Truppe sind. Meine Ziele? Ja, was ist der Auftrag? Wie endet die Schlacht, Halmer? Hä? Also, ich will natürlich Erfolg. Erfolg? Ja, Verträge abschließen, also Umsätze schreiben, meinen eigenen Bezirk. So die Richtung, ja. Setzen, Halmer. Also, Männer, wir sind hier an dem verlassensten Ort der Welt. Ganz auf uns alleine gestellt. Der Feind, eine hinterhältige, verschlagene Dorfbevölkerung. Keine Zentrale, keine Filiale, Guerillakrieg von Tür zu Tür. Und jeder Vertragsabschluss ist eine Schlacht. Und ich will die gewinnen, jede einzelne. Wenn wir in 2 Wochen hier fertig sind, ist das hier komplett DVB-Land. Keine Hütte, die nicht von uns versichert ist und keine Menschenseele ohne Lebensversicherung von uns, verstanden? Ich kenne das Geschäft von der Pike auf. Ich weiß, wie es euch geht. Ich weiß, wie ihr euch fühlt, wenn ihr da draußen seid. Jeden Tag, bei jedem Wetter. Wer da nicht weiß, was er will und warum er das macht, der packt das nicht. Aber zum Glück gibt's ja mich. Wenn ihr zukünftig Fragen habt, dann kommt ihr zu mir. Wenn es Probleme gibt, dann kommt ihr zu mir. Eure Eltern, eure Freundin, vergesst ihr, ab jetzt gibt es nur noch mich. Okay? Adresslisten. Jeder eine. Morgen Abend will ich die ersten Abschlüsse sehen. Kommt es denn eben weg? Selber schuld. Und jetzt will ich nichts mehr hören. Verstanden? Keinen Ton mehr. Wir lassen uns nicht fertig. Moment! Du hast eine Halsdecke. Es ist nachts manchmal ganz schön kalt. Was wäre denn das? Es hatte Hunger. Das ist unser Putzhandschuh. Ich tue ihn dir nach wieder zurück. Ja, aber der hat jetzt ein Loch. Das ist nur ein ganz kleines. Das ist deins? Nein, das habe ich. Das muss ich zurückbringen. Das gehört einer Olivia. Der Poltrop? Was hast du denn mit der zu tun? Nicht wichtig.
Muss. Viel Spaß mit deinem Baby. Marmelade zum Frühstück oder ein Ei? Nein, danke. Ich mag keine Marmelade. Außerdem muss ich los, das Baby zurückbringen. Lena, die neuen Bierkrüge müssten eingeräumt werden. Ja, ich mach's gleich. Also. Der Hammer, oder? Entschuldigen Sie? Zu Olivia Poltrock? Immer montags! Nein, zu den Poltrocks, der Weg! Unerlaubtes Überqueren eines Bahnübergangs trotz aktivierter Signalanlage. Das macht 30 Euro. Da war doch gar kein Zug. Ich bin noch nur wie bei Sie. Bei der Erfüllung von Hoheitsaufgaben. Da ist sowas erlaubt. Bei was? Ja, ich bin im Einsatz. Darf ich fragen, bei was für einer Art von Einsatz? Ja, ein Verkehrsverstoß. Unerlaubtes Überqueren eines Bahnübergangs. Wie viel? 30? Wie schaut's mit dem TÜV aus? Nächstes Mal 30 Euro. Von der DVB. Obacht jetzt! Ich komme von der DVB. Ha? Es geht um Ihre vermögenswirksame Leistung. Ich komme ja extra von der BDV. Ich meine, von der DVB. Jetzt ist Klopp ganz schlecht. Sie haben doch eine vermögenswirksame Anlage. Mit einer einweisen Bank. Woher haben Sie meine Adresse? Na, von der DVB. Aus dem Zentralcomputer. Zu Ihrer Vermögenswirksamkeit zahlen Sie wie viel? Das ist eine Versicherung. Na, keine Lebensversicherung. Also für 50 Euro würden Sie... So eine Versicherung. Na? Wie alt bist du denn? Simi. Und? Was willst du mal werden? Achte. Was willst du dir? Das weißt du nie. Also, wenn Ihnen 50 Euro zu viel sind. Jetzt lassen Sie mal heute was da. Sie sehen doch, dass ich was zahlen habe, Herrschaft.
brauche keine Versicherung. Ich bin im Herrn. Ja. Die Kirche ist ja auch das Einzige, was einem heute noch Halt gibt. Ach was, Kirche. Die Kirche ist gefallen. Die Kirche ist nicht mehr im Herrn. Ja. Aber ich bin im Herrn. Verstehe. Bist du im Herrn? Und ich? Ja, schon. Ich helfe Leute mit Versicherung. Da ist man ja schon irgendwie... Siehe, wie die Heuschrecken fallen sie ein in das Land. Jetzt halt noch mal. Moment. Wenn ich von der Wallfahrt zurück bin, dann können wir über deine Zeit da sprechen. Ja, das ist gut. Aber wir haben da eine Art Aktionsangebot. Ich will Regen geben zu seiner Zeit. Und das Land soll sein Gewächs geben. Und die Bäume auf den Feldern die Früchte. Jetzt los mal was da. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Rohrbruch haben, dann würde der Schaden von der Hausrat übernommen werden. Im Krieg haben wir ja auch nichts gehabt. Ja, aber damit wäre jetzt alles abgesichert. Im Krieg ging alles kaputt, obwohl wir nichts gehabt haben. Ja, ja, schreckliche Zeit. Nicht, dass der Russ mich auch noch holt. Wissen Sie was? Ich lasse Ihnen einfach was hier. Und Sie schauen sich das ganz in Ruhe an. Gut. Sieben, du musst verzehren. Du bist. Da will jemand nach Hause. Wird aber auch Zeit. Und wo ich schon mal hier bin. Hier, das bin ich. Sicher versichert, Rupert Halmer. Du hättest mir beinahe über den Haufen gefahren. Schauen Sie sich das mal an, weil ich sicher bin, dass er... Gute Arbeit, Heinrich. Kann ich nicht meckern. Bin ich sehr zufrieden. Was ist das? Nichts? Kein einziger Abschluss? Ja, ich finde, es war, da war nichts zu machen. Bauernhöfe sind halt Bauernhöfe, wenn Sie verstehen, was ich meine. Schaust du mal aus dem Fenster? Kannst du mir sagen, was du da siehst? Was glaubst du eigentlich, wo du hier bist, Halmer? Wir sind hier am Arsch der Welt. Was soll das heißen, Bauernhöfe sind Bauernhöfe? Verdammt nochmal, die anderen packen es doch auch! Morgen, Halmer, will ich Abschlüsse sehen. Jeder Schuss ein Treffer. Herr junger Mann, habe ich gesehen, Stoßstange hängt immer noch wie Katze im Wind. Zwischen deinen Beinen.
kleinen Mips. Das hätte bei den Mietern auch geholfen. Alma! Jetzt nicht gleich das Näschen schniefen, nur weil der Feind sich noch wehrt. Kleiner Motivationsschub. Oh. Super. Danke. Bitte. Schöne Frau, hier bitte noch eins, ja? Und der Deckel des jungen Mannes geht heute Abend auf mich. Und ab morgen dann. Schlips an und auf in den Kampf. Hm? Klar. Läuft's mit dem Drill Sergeant? Was? Ach, gut. Du schaust aber nicht so aus. Ach, also die Leute müssen natürlich erstmal informiert werden und dann denke ich. Schon klar. Doch, ich schaff das. Also, da bin ich mir sicher. Lena, kommst du mal? Seht ihr ganz schön oft, oder? Das kannst du laut sein. Lena, jetzt mach schon. Ja. Ich rutsche hier sonst noch aus. Denkst an deinen TÜV, gell? Lass Feierabend jetzt. Frische Minuten. Komm, Leni, jetzt gibst du nur ein Bier für den Heimweg, okay? Oder ein Wodka für den Doktor. Heimweg ja, Bier nein. Was ist denn, willst du jetzt tanzen, sag? Na, Feierabend jetzt. Ja, gut, dann gib mir bitte ein Pussy, ein kleines. Alles in Ordnung? Passt schon, ist ja nichts passiert. Jetzt kann ich dir wieder nach Hause fahren. Ich mach das. Na, ist ja wirklich nicht dein Problem. Deins aber auch nicht. Wie fix war denn das jetzt? Du kommst dir jetzt toll vor, oder? Ha, Fischer? Ha, du glaubst, du kannst bei dir landen, ha? Aber jetzt pass mal auf, was ich dir sag. Ich kenne die Leni, seit die so ist, ja? Jetzt kommst du daher. Du musst die nicht vor mir beschützen. Das musst du nicht machen. Das merkst du dir. Naja, du denkst, es ist wahrscheinlich der alte. Ah, oh Mann, der Typ hat einen totalen Hau. Aber das merkst du dir. Bloß weil einer mal einen Wein trinkt, ist er noch lang kein Alkoholiker. Ja, nein. Verstehst du das? Ach. Kommst du wieder auf einen Absacker? Ein andermal gern. Du bist in Ordnung, Richard. Und wenn du mal Hilfe brauchst, gell? Du dann fragst du deinen Arzt oder Apotheker. Okay. Lena? Sie ist weg. Alle sind weg. Könnte ich vielleicht auch noch ein kleines? Die Zapfanlage ist dicht. Feierabend. Gut, dann. Thank you.
Schicker Schlips. Ja, man tut, was man kann. Einmal keine Marmelade? Ja, genau. Einmal keine Marmelade bekommen. Wie war es denn gestern noch mit dem Dr. Wiegekind? War er friedlich? Er war, ich würde mal sagen, anhänglich. Alma, bist du für dich? Dein Zwillingsbruder. Du musst immer zuerst F4 drucken. F4, ja, F4, F4. Eine Adler war mir lieber. Was schreibst du denn für einen Scheiß? Unfallbericht. Das kommt nicht auf. Von der Olivia im Handwagen. Ja, gibt ja keinen anderen. F4? Ja, ist ja gut. Du. Marmelade, schreibt man das eigentlich mit 2 M? Also in der Mitte, meine ich. RM. In Marmelade. Und? Was sagst du? Mhm. Was ist denn? Hm? Home sweet home? Ist ja gut. Ja. Jetzt warte. Das will einfach nicht. Tut mir leid. Wir müssen reden. Ich werde es einfangen und wieder zurückbringen, das verspreche ich. Das holt sich eh bald der Fuchs. Das wäre. Aber meine Haftpflicht wird den Schaden ersetzen. Ich muss dann einfach nur noch. Mit den Hagelschaden im Sommer. Der Hagelschaden? Der wird auch nicht ersetzt. Hagelschaden? Nein. Das ist. Da ist nichts versichert von der. Also von uns. Das Ei? Die anderen haben alle was abgekriegt von der Versicherung für die verlorene Ernte. Ernte? Sie haben noch gar keine Felder mehr, oder? Und kein Ferkelchen. Woher Lebensversicherung? Ich. Eine Lebensversicherung. In Australien, da fliegen bunte Sittiche frei rum, wie bei uns die Spatzen. Mhm. Ich habe da mal ein paar Angebote rausgesucht. Da müssten wir jetzt nur noch das Geburtsjahr. Also müsste ich 1932. 1932. Ja, nicht für mich. Für den da. Für ihren Vater. Der ist doch viel zu alt. Ich meine, wie alt ist er nochmal, haben Sie gesagt? Na, jung. Also ich könnte versuchen, also eine ganz niedrige, also eine wirklich sehr niedrige Lebensversicherung zu machen. 100.000. 100? Frau Poltrock, das ist... Olivia. Ja, Olivia. Wissen Sie, was das kostet? Es kommt halt auf sein Alter an. Das Eintrittsalter. Ihr habt es verdient, dass ihr irgendwann hier wegkommt. Ja.
Ich hab's für echt verdient. Ja. Er wirkt ja noch ganz. Aber wir bräuchten trotzdem eine Gesundheitsprüfung. Eine Prüfung? Ja. Eine Gesundheitsprüfung vom Arzt. In seinem Alter, also Sie sagen, er ist jung, aber das wird trotzdem nicht ganz einfach. Obwohl. Der Wedekind. Der Wedekind? Ja, klar. Der Arzt. Der schuldet mir noch was. Extra für dich kochen. Das ist ein Mann. Das ist gut benannt, bist du Arzt. Schwer zum Sagen, wann der Doktor wiederkommt. Der ist manchmal den ganzen Tag unterwegs. Aber er ruft zwischendurch immer mal an. Und wissen Sie, wo er jetzt ist? Also jetzt im Moment? Jetzt? Bei der Schwendner Lisbeth. Er hat gesagt, ich soll ein Kopftuch tragen, wie die Rutzenweiber. Aber wohin? Fünf Buben habe ich gehabt. Alle gefallen beim Russ. Das tut mir leid. Nicht, dass der Russ mich auch noch holt. Nein, das glaube ich nicht. Wegen der Versicherung sind's da, gell? Nein. Ja. Wie gesagt, ich suche den Herrn Dr. Wede. Ich habe unterschrieben, damit ich sicher bin vom Russ. Er hat dringend ins Jagdhorn müssen. Irgendwas mit Bruno am Wirt. Ist der Doktor da? Der ist gerade weg vor ein paar Minuten mit Bruno. Was ist denn passiert? Bruno ist ausgerutscht und in die Scherben gefallen. Halb so wild. Ich muss mich jetzt nur ums Mittagessen kümmern. Kann ich dir helfen? Brauchst einen Job? Wenn du da meine Chefin wärst? So, fehlt nur noch die Unterschrift. Apropos, in deinen Unterlagen, da steht geschrieben, die DVB schützt wie eine Burg in unsicheren Tagen. Ja, oder wie David in Psalm 31 betet, Herr, meine Burg, mein Fels, mein Retter, meine Feste, in der ich mich berge. Ich habe unterschrieben. Schön aus. Bisschen kitschig. Das sieht aber so aus. Guck mal, der da. Da am Strand. Hier, das bin ich. Welcher? Na, der da. In der gelben Badehose. Die ist doch grün. Nee, gelb. Und jetzt bist du raus aus der Postkarte. Ist ja nicht für immer. Wenn ich hier gut verdiene, dann. Diese Leuchttürme, die verkaufen sie an Privatleute. Dann steige ich irgendwann aus, schaue mir die Welt von oben an. Bisschen Kinderwunsch, oder? Wie? Du meinst, ob ich Kinder will? Was? Nein. Oder? Ja, sag mal.
Ja, doch, klar. Lass mich raten. Du willst für jedes Stockwerk eins? Exakt. Jedes Stockwerk eins. Und die Zwillinge kommen in die Mitte. Na also, Halma, ist doch wenigstens mal ein Anfang. War gar nicht so schlecht. Ein Hunderttausender. Ja, das... Ein ausgewachsener Hunderttausender, Halma! Ich hatte einfach ein paar Anlaufschwierigkeiten. Aber die Gesundheitsprüfung fehlt noch. Ja, das läuft. Die musst du noch nachliefern. Mhm. Und gegengezeichnet hast du auch noch nicht, aber das können wir machen, wenn du mir die Gesundheitsprüfung bringst. Ja, ja, ja. Es gibt Leute, die brauchen nur mal einen kräftigen Tritt in den Hintern. Oder, Halma? Sieht wohl ganz danach aus, ja. Die haben aber dann ihre Lektion gelernt. Und das sind dann auch die, die am Ende den Krieg gewinnen werden. Aber eine Sache habe ich noch. Deine Rußschleuder da draußen ist echt eine Schande für die ganze Truppe. Folgender Vorschlag, komm rein. Ich habe mir überlegt, wenn das weiterhin so gut läuft hier, dann würde ich mir selbst ein kleines Auto-Upgrade gönnen. Und meine Schlüssel, die wären ja dann frei. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also ich glaube, danke. Aber ich fahre doch lieber meinen alten. Der ist von meinem Vater und... Das ist das Einzige, was ich von ihm hab. Immer rausstechen aus der Truppe, ne? Immer eine Extrawurst. Aber ich mag dich halt immer. Hat's mir erlaubt. Ich mag dich doch. Der Schweinsbraten. Ihr werdet ja noch richtig gute Freunde. Was? Nein. Das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Das... Nee, wie schaut's aus? Noch mal Durst. Kann ich dir geben, Maximum, sagen wir 20 Euro. 20 Euro? Das ist zu wenig. Na bitte. Trompete ist Schrott. Und das ist ja keine MP3-Player. Bekomme ich ja nichts dafür. Na gut, unter Freunden, sagen wir 25 Euro. Wenn Sie im Wartezimmer Platz nehmen, dann rufe ich Sie auf. Frau Anzneder, bitte. Könnte ich nur ganz kurz zu ihm? Es ist wirklich nur eine Frage. Oh, Frau Anzneder, was macht denn Ihre Blase? Och, meiner geht's top. Wie es bei Frau Anzendings da ist, weiß ich nicht. Wie war der Tag noch? Der Tag danach? So rein schädeltechnisch, meine ich. Was kann ich für Sie tun? Weil du sagtest... Weil Sie sagten, dass ich, also, falls ich mal Hilfe brauche, dass ich... Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker? Was für Beschwerden? Es geht gar nicht um mich. Sondern? Um den Herrn Poltrock, der Vater von... Naja, ich kenne den alten Poltrock. Was ist mit dem? Es geht ihm gut. Sehr gut sogar. Mhm. Und genau darum geht es halt. Also, ich bräuchte eine Bescheinigung, dass es so ist. Also, dass es ihm gut geht. Mehr nicht. Für eine Versicherung? Ja, genau. Ja, ich habe den alten Poltrock länger nicht gesehen. Also, wenn ich da was bescheinigen soll, dann muss ich mir den vorher anschauen. Ich war heute Morgen bei ihm. Er ist fit. Topfit sogar.
Ich kann nur attestieren, was ich vorher selber diagnostiziert habe. Ja, ja klar, verstehe. Es ist nur so, Sie schaden ja niemanden damit. Wie meinen Sie das jetzt? Naja, diese Gesundheitserklärung. Sie helfen den Poltroks und mir, weil Sie doch gesagt haben, dass ich jederzeit... Erst die Visite, dann die Diagnose, dann bestenfalls eine Bescheinigung. Wenn ich schaffe, fahre ich heute noch hin, ansonsten Montag. Frau Anzeneder, bitte. Hallo? Also, Rupert Heimer hier von der DVB. Es geht um die Gesundheitserklärung. Es kann sein, dass der Doktor vielleicht heute noch vorbeikommt. Jedenfalls bin ich mir nicht mehr so sicher, ob er... Am besten sofort anrufen, wenn er kommt. Sofort anrufen. Vielen Dank. Seltener Gast. Grüß dich, Olivia. Wo ist der Rupert Halmer? Wer? Der mit den Versicherungen. Hat er dich übers Ohr gehauen? Wo ist er? Frag sie. Wo? Fühlst du von ihm? Das geht dir nicht so. Wenn doch. Halmer? Rupert Halmer! Der ist nicht da, da kannst du viel brüllen, wie du willst. Kommt er wieder? Geh ich von aus? Dann sag ihm, dass ich wart. Worauf? Dass er hält, was er mir versprochen hat. Was denn? Das war's er denn schon. Hab ich dir gesagt, kommst du besser gleich, ist billig. Jetzt kommt teuer. Ich brauch den Wagen aber heute noch. Oh, dann kommt noch teurer. Schulze. Hallo, Herr Schulze. Sabine Fricke von der Zentrale. Frau Fricke, schön von Ihnen zu hören. Was kann ich denn für Sie tun? Ich habe da soeben einen Zahlungseingang für eine Lebensversicherung reinbekommen. Eine Eilüberweisung von gestern. Tja, die Kunden vom Schulze, die zahlen pünktlich. Ja, ja schon. Bloß, sie haben mir dafür noch keinen Abschluss gemeldet. Ich habe eine Einzahlung, aber keinen Vertrag. Von wem war die Einzahlung noch gleich, sagten Sie? Poltrock. Adolf Poltrock. Halmer. Nein, Poltrock. Ja, ja, schon klar. Da gab es noch ein bisschen Klärungsbedarf, aber die Sache, die ist in trockenen Tüchern, die reiche ich einfach nach, Frau Fricke. Was für ein Vertrag war das denn? Hunderttausender. Ein Hauptgewinn. Gratulation. Danke. Darf ich fragen, wer von Ihren Leuten denn der Glückliche ist? Ja, das, Sie werden lachen, das war ich höchstpersönlich. Ah. Ja, ungewöhnlich, ich weiß, aber wissen Sie, von Zeit zu Zeit, da juckt es mich einfach und da kann ich gar nicht anders. Da muss ich einfach an die Front. Und offenbar haben Sie nichts verlernt. Eine Eins mit Sternchen, Herr Schulze, und eine saftige Provision dazu. Allerdings, allerdings. Wie wär's denn, wenn wir die Provision gemeinsam auf den Kopf hauen? Mal so richtig die Sau rauslassen. Nur Sie und ich, nur wir beide. Frau Fricke? Sie schicken mir die fehlenden Unterlagen bitte umgehend. Ja, ja, das werde ich machen. Und auf mein Angebot... Alter Dörpflaume. Thank you.
Olivia? Wieso nix, Olivia? Ist die Babel. Auto ist fertig. Ach so. Ich komme. Servus, Adolf. Nicht erschrecken, ich bin's, der Doktor. So, ich komme gleich wieder. Doktor, es geht ihm gut, oder? Du, Olivia, deine Fußbäder, die helfen jetzt nichts mehr. Der Zucker frisst ihn auf. Dein Vater muss ins Krankenhaus, und zwar sofort. Aber ich dachte, ihr habt euch doch immer um ihn gekümmert. Naja, ich weiß schon. Aber um ehrlich zu sein, man hätte schon viel früher eingreifen müssen. Schau mal, der Vater und du, der Hof, glaub mir, es ist besser so. Aber die im Krankenhaus, die kümmern sich jetzt um ihn. Alles andere wäre jetzt unverantwortlich. Aber die Gesundheitsprüfung, der Rupert Halmer, der hat doch gesagt... Meine Güte, Olivia, vergiss es. Ich kann nicht einfach irgendwas attestieren, was gar nicht da ist. Brauchen wir jetzt gar nicht drin, der geht ins Krankenhaus. Okay, Männer. Feierabend. Wir sehen uns morgen. Du nicht, Halmer. Was ist los? Wie? Wo ist der Fisch? Die Gesundheitsprüfung, wo ist die? Ja, das läuft. Das läuft, das läuft, das läuft. Jetzt sieh mal zu, dass deine Nase nicht das Einzige ist, was läuft. Halmer, den Vertrag, den müssen wir jetzt durchziehen. Wenn du mir hier ein Ei legst, lass es dich fallen. Wenn ich dich fallen lasse, stehst du nicht mehr auf. Olivia war heute da. Ja? Was wollte sie? Sie wollte wissen, ob du hältst, was du ihr versprochen hast. Das hat sie gesagt. Was immer das heißt. Nichts. Gar nichts. Was ist denn los mit dir? Nichts, wieso? Du magst keine Marmelade. Mag ich auch nicht. Habe ich geschenkt bekommen. Die ist von der Olivia, die verkauft es auf dem Markt. Dass die was verschenkt, ist aber ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich. Die ist ungewöhnlich. Alles ist ungewöhnlich. Rupert, ich kann dich da nur warnen. Die Olivia, die hat echt einen Sprung in der Schüssel. Ich weiß, Lena. Ich weiß. Also verstehe ich richtig, du willst Auto loswerden? Der muss verschwinden für immer. Na, das ist kein Problem. Wenn ich lasse verschwinden, ist verschwunden. Aber kostet. Wie viel? Na, sagen wir 1000. Drecksau.
Mädchen, musst du verstehen. Willst du Auto verkaufen, bekommst du Geld. Willst du Auto loswerden, dann musst du zahlen. So läuft der Business. 500. 500 jetzt und 500, wenn ist verschwunden. Leuchttürme haben wir hier leider nicht. Aber ist ja auch ganz schön und windig. Ah, ich hab was vergessen. Der ist gestern für dich gekommen. Was Blödes. Ach, nicht wichtig. Warum bist du da gleich noch mal weg? Von Rügen. Ich habe da bei so einer Bank gearbeitet. Ja, und ich hatte gute Kumpel, eine feste Freundin. Alles top. Bis dann. Bis? Mein bester Freund und meine Freundin, die haben sich dann. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Es ist wohl schon eine Weile gegangen. Deswegen bist du geflüchtet. Das geht dir schon noch ganz schön nah, oder? Mir? Pff. Gar nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Einen Schlussstrich ziehen. Was Neues anfangen. Was Neues? Ja. Der Doktor ist halb früh nicht gekommen. Und ich kann ihn auch nicht erreichen. Das ist doch komisch. Mhm. Ist schon komisch. Und hast du ihn das letzte Mal gesehen? Am Freitagnachmittag. Er hat einen Anruf gekriegt von der geschwänden Elisabeth. Vielleicht, dass die was weiß. Mhm. Vielleicht. Jesus Maria Bichler. Ich arbeite jetzt bald 12 Jahre für den Doktor, aber sowas ist noch nie vorgekommen. Ich meine, das ist doch komisch, oder? Ja. Hedi, das ist komisch. Ja. Er hat mir Tropfen gegeben, aber die haben nicht geholfen. Ja, das, so ist das dann. Als der Doktor weg ist, hat er da gesagt, wo er hin will. Und er hat gesagt, ich soll ein Kopftuch tragen wie die Russenweiber. Mhm. Da hat er recht. Der Doktor, es ist kalt, Lisbeth. Sonst nix. Wenn der Doktor verschwunden ist, dann hat ihn der Russ geholt. Der Russ? Ja, das glaube ich jetzt weniger. Wir schauen dann jetzt auch wieder, dass wir weiterkommen. Ja. Er wollte wissen, ob man über die Brücke wieder fahren kann. Die über den Letschenbach? Nein. Na, dann wollte er zu Olivia. Wenn nicht der Russ sie auch geholt hat. Ganz genau. Und? Was hab ich da gesagt? Sie haben 2 neue Nachrichten. 1. neue Nachricht. Wo steckst denn du, Robert Heimer? Du musst kommen, es ist was passiert. Was ist? Doch nicht so ein Hunger. Ich muss los. Ich melde mich später, ja?
Du, Olivia, letzten Freitag war da der Doktor bei euch? Frage. Nein, der war nicht da. Und du warst die ganze Zeit da, weil dann hättest du ja mitbekommen, wenn einer auf den Hof kam. Der war nicht da. Vielleicht, dass der Adolf was mitbekommen hat. Fragt's ihn halt. Scheiße. Was magst du denn eigentlich, wenn er. Verreisen. Verreisen? Nach Australien. Da fliegen bunte Sittiche frei rum. Wie bei uns die Spatzen. Mhm. Australien. Respekt. Bei der Gschwendner Lisbeth war er noch. Bei der Olivia dann nicht mehr. Also muss er irgendwo dazwischen verloren gegangen sein. Du hast gesagt, der Wedekind kommt und macht die Gesundheitsprüfung. Ja, hat gesagt, heute oder Freitag. Was ist denn passiert? Am Telefon der sagt. Der Bichler war da. Der Bichler? Der Polizist? Der sucht den Doktor. Warum? Der Doktor ist verschwunden. Verstehe ich nicht. Na, der war da. Der wollte ihn ins Krankenhaus bringen. Wovon redest du? Die Gesundheitsprüfung, das hat nicht funktioniert. Und? Olivia? Was ist mit dem Doktor? Der wollte nicht mitspielen, der hätte uns verraten, der musste weg. Den Kopf fressen die Schweine nicht, der muss auch weg. Ja, den müssen wir verschwinden lassen. Weil die lassen mich nicht einspielen, weil du mich überredet hast mit deinem Freund im Wedekind. Was hab ich? Du bist schuld. Du hast gesagt, dass das funktioniert. Aber wenn der Bichler nachher mal fragt, dann sag ich, dass das alles deine Idee war. Dass du mit dem Doktor unter einer Decke steckst. Was dir eh bei ihm. Das schaut nicht gut aus für dich. Aber wir müssen ihn verschwinden lassen. Und ich weiß, er Chabot. Also da ist er schon mal nicht. Irgendwo muss er sein. So ein Scheiß. Schön. Wunderschön. Das ist mal eine angemessene Karre für einen DVB-Boss, oder? Hm? Ist Importauto von meiner Schwager. Import? Was bei dir Import heißt, möchte ich aber gar nicht wissen. Na, das nennt man Business. Und die Zulassung? Ich meine, der Wagen hat keine Papiere. Hab ich andere Schwager. Mach dir Papiere mit Stempel. Fertig. Kannst du sofort mitnehmen. Haus weg.
soweit es geht. Mach schon. Wasser, nein. Ja, los jetzt! Der hier in dem Drecksloch. Hast du inzwischen mit dem Doc gesprochen? Der Doktor ist... Was ist er? Ist was? Was ist er denn? Was ist der Doc? Oh, nein! Da bist du irre? Was geht denn da vorne, Vater? Bauernschädel! Das Auto steht sicher oben an der Straße, das muss weg, bevor es anders sickt. Schulze, hey! Du bist wahnsinnig. Ich mach da nicht mehr mit. Kannst du mir das bitte aufwischen? Na, Bruno, ich wische das erst heute Nacht auf mit den anderen fünf, die du noch fallen lässt. Was ist denn halt los mit dir? Nix ist mit mir los. Du lässt bloß andauernd die Gläser fallen, weil du bloß einen Arm hast. Der andere ist nämlich ab. So redst du nicht mit mir, mein Fräulein. Ja gut, dann lass ich's halt. Dann lass ich's halt alles! Lena! Wenn sie nichts ausmacht, schauen wir die Scheiße nicht noch mal an. Erkennt man noch was? Wie viele? Einer. Was ist denn er jetzt? Scheint, er hat eine Fährte aufgenommen.
Schaut aus, als ob er was gefunden hat. Was ist denn das? Zehn. Falsche Zehn. Falsche Zehn? Dritte Zehn. Ein Gebiss. Scheiße. Das sag ich mal. Der Doktor hat so einen Artikel. Das hat er mir mal gesagt. Mhm. Ah, das, was du meinst, der Doktor ist der verkohlte Mann. Wir sollten zumindest einmal nachschauen, ob der da unten seine Zähne noch hat. Das ist der Wagen vom Doktor. Der ist umlackiert worden. Sauber. Und wir haben ein Gebiss. Ja, vom Doktor. Ja, schauen wir mal. Aber der jemand in dem umlackierten Wagen vom Doktor, das ist nicht der Doktor. Der jemand, der hat seine Zähne noch. Was ist da passiert? Jemand? Macht einen anderen jemand fertig und täuscht einen Unfall vor, was er nicht gut macht. Mhm. Aber meinst du, der Doktor ist der jemand, der den anderen jemand in seinem Wagen umgebracht hat? Möglich. Oder es gibt nur einen dritten jemand. Jetzt haben wir noch mal was gefunden. Unten im Wasser. Was ist denn hier los? Hey, der Schulze ist nicht da. Und zum Feiern, oder? Auf der Landstraße soll es hat gegeben einen Unfall. Und jetzt glaubt ihr, dass der Schulz. Sein Wagen steht doch draußen auf dem Parkplatz. Jo, daheim ist aber auch nicht da. Da stimmt was nicht, ich sag's euch. Rupert? Olivia. Jetzt, wo Schulze nicht mehr ist, da werde ich Bereichsleiter. Und dann kläre ich das mit deinem Vertrag. Du musst mich nur gehen lassen. Das glaube ich nicht. Was? Dass du Chef wirst. Aber dass du damit durchkommst, das glaubst du, ja? Dass die Versicherung dir das Geld gibt. Und du dann nach Australien gehst, das glaubst du, ja? Weißt du überhaupt, wo das liegt? Australien? Mann, Olivia. Du bist schuld. Nee. Also. Doch, ja, klar, ich auch. Ich dachte, dass das funktioniert, aber das ist Schwachsinn. Sowas funktioniert nie. Doch. Wir müssen die Sache beenden, Olivia. Jetzt! Olivia, warte! Was hast du vor?
Der Kopf vom Doktor, der schwimmt im Weiher. Genau. Man fragt sie, warum nur der Kopf? Gute Frage, aber wir haben bloß den. Ein anderer verbrennt im Wagen vom Doktor. Hast du den Tschechen erreicht? Na, der meldet sich nicht. Ich suche den Rupert. Du weißt nicht zufällig, wo der ist. Nein. Aber er hat gesagt, er will zu dir. Mein Vater braucht mich. Ich muss rein. Ja, schon klar. Aber wenn du was hörst, wenn du mir dann vielleicht Bescheid sagen kannst. Mach ich. Das dann noch. Das ist unten am Wasser gelegen. Und wem gehört das jetzt wieder? Ja, woher soll ich jetzt bitte wissen, wem die... Das Scheißding geht noch. Hallo? Hallo? Ein Moment, gleich. Hallo? Nein, Polizeiobermeister Bichler. Wer ist denn da, wenn ich fragen darf? Sabine Fricke von der Zentrale der DVB-Versicherungen. Ich würde gerne Herrn Schulze sprechen. Schulze, das ist der Versicherungsheini aus dem Jagdhorn. Vielleicht ist er der Verkohlte. Der Herr Schulze, der ist jetzt gerade das. Ist jetzt gerade schlecht. Mau, du bist. Ich wieder Mama Gunnar. Was ist hier los, Rupert Halmer? Es ist. Das ist eine komplizierte Geschichte. Gut, ich mag komplizierte Geschichten. Es geht um eine Versicherung. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich dachte, ein fauler Deal. Ich dachte, dass wir es damit hier rausschaffen. Ja, wir. Die Olivia und du. Nein. Du und ich. Und jetzt? Jetzt ist es halt ein bisschen komplizierter geworden. Ja, es ist jetzt so, dass es... Was wollen Sie denn von dem Schulze? Das würde ich Ihnen gern persönlich sagen. Und wenn das nicht geht? Ich verstehe nicht. Aber ich weiß gerade nicht... Wenn Sie uns keine Auskunft geben, dann muss ich Sie mit einem Mord in Verbindung bringen und lade Sie vor. Ganz genau. Also, was ist jetzt mit dem Schulze? Es geht um einen Vertragsabschluss, eine Lebensversicherung, eine ziemlich hohe. Aber irgendwas stimmt damit nicht, da immer noch keine ärztliche Bescheinigung vorliegt. Der Doktor, der Schulze und der Doktor. Deshalb kam bei uns der Verdacht auf, dass man uns da vielleicht ein faules Ei unterjubeln will. Der Schulze. Betrug. Um die Provision einzustreichen?
Für wen ist denn die Versicherung abgeschlossen worden? Für einen gewissen Adolf Poltrock. Olivia, Scheiße. Aber Mord, was ist denn da bei Ihnen los? Die Hölle. Frau Frings, die Hölle ist los. Was glaubst du? Möchte ich haben bitte mein Geld, zweite 500 von Auto von Doktor, weil ich muss weg. Olivia, Zeit in Uhr ist knapp. Machst du jetzt bitte schnell? Die Handschellen. Mhm, die sind in der Ding. Ah, Scheiße. Das hätte jetzt fast zusammengefahren. Oh, Scheiße. Du hast gesagt, Auto loswerden kostet. Das hast du gesagt. Aber Auto ist nicht weg. Und jetzt hole ich meine 500 zurück. Sag mal, Frau, bist du blöd, hä? Hast du Flehe im Kopf? Wir haben gemacht Business. Ich will mein Geld. Olivia? Wir wollen dir nur helfen. Und warum haut's dann ab? Weil die Versicherung für deinen Vater, das war ein Fehler. Ich werde sie stornieren. Ein Storno, sie rückgängig machen. Als ob es den Vertrag nie gegeben hätte. Ich will aber nach Australien. Olivia! Haut's ab! Wagt es nicht, Olivia. Verschwindet! Verschwindet! Nimm die Stiefmutter, Olivia. Olivia, nimm das Ding jetzt runter, bitte. Hey, schau mal. Weg! Haus ab! Alle! Du Auto! Weg!
Noch ist nichts passiert, Olivia. Haut ab! Haut alle ab! Haut alle ab! Schulze und Olivia haben gemeinsame Sache gemacht. Versicherungsbetrug. Aber der Doktor hat nicht mitgespielt. Also haben sie ihn umgebracht. Ja, dann haben sie Probleme miteinander gekriegt oder Streit oder so. Und Olivia bringt dann Schulze um. Na, du hast immer das eine Krähe der anderen Krähe keine Augen aushalten, gell du? Von wegen, das ist scheiße. Auch die Städte Sodium und Gomorra hat er eingeäschert und zum Untergang verurteilt. Also ein Beispiel für alle Gottlosen in späteren Zeiten. Ja. Wie geht's eigentlich Olivias Vater? Gut, ganz gut sogar. Also die Heimleiterin hat gesagt, dass er heute Morgen hat, also was gesagt haben. Der Adolf? Okay, hört sich keinen Scheiß hier auf. Der hat doch seit 1000 Jahren doch kein Wort nicht mehr gesagt. Hat sie gesagt, dass er was gesagt hat? Grüß Gott allerseits. Mein Name ist Fricke von der Zentrale der DVB. Komm ich ungelegen? Ja. Nach dem unglücklichen Ausscheiden von Herrn Schulze werde ich bis zur Ernennung eines Nachfolgers hier die Geschicke lenken, wenn die Herren mir vielleicht den Weg ins Büro weisen wollen. Entschuldigung, Rupert Halmer, ich gehöre auch dazu. Beziehungsweise, nein, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich habe jetzt nämlich andere Pläne. Andere Pläne? Ja, Versicherungen sind einfach nicht meine Welt. Ich meine, wenn man das will, dann ist das okay. Aber ich für meinen Teil, ich habe halt andere Pläne. Eher sowas mit Leuchtturm. So postkartenmäßig. Tja, könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Ja, ja, nein. Warte, ich helfe dir. Mach's nicht. Das schaffe ich schon allein. Gemeinschaftsgefühl zu stärken, werden wir nun miteinander atmen. Dazu schließen wir die Augen und fühlen uns eins mit unserer Umgebung. Ey, der Halmer fährt weg. Bist du bereit? Thank you.
gut sein, Bruno. Hat alles seine Richtigkeit so. Der TÜV. Verdammte Scheiße. Und jetzt? Geh mal Fahndung raus. Schau mal da. Schulze und Olivia haben gemeinsame Sache gemacht. Versicherungsbetrug. Aber der Doktor hat nicht mitgespielt. Also haben sie ihn umgebracht. Ja, dann haben sie Probleme miteinander gekriegt oder Streit oder so. Und Olivia bringt dann Schulze um. Na, da hast du immer das eine Krähe der anderen Krähe keine Augen nicht aushalten, gell, du? Von wegen, das ist scheiße. Auch die Städte Sodium und Gomorra hat er eingeäschert und zum Untergang verurteilt. Also ein Beispiel für alle Gottlosen in späteren Zeiten. Ja. Wie geht's eigentlich Olivias Vater? Gut, ganz gut sogar. Also die Heimleiterin hat gesagt, dass er heute Morgen hat, also was gesagt haben. Der Adolf? Okay, hört sich keinen Scheiß hier auf. Der hat doch seit 1000 Jahren der doch kein Wort nicht mehr gesagt. Hat sie gesagt, dass er was gesagt hat? Grüß Gott allerseits. Mein Name ist Fricke von der Zentrale der DVB. Komme ich ungelegen? Ja. Dann haben wir das dann noch.
Das ist unten am Wasser gelegen. Und wem gehört das jetzt wieder? Ja, woher soll ich jetzt bitte wissen, wem dies... Das Scheißding geht noch. Hallo? Hallo? Einen Moment, gleich. Hallo? Herr Schulze? Nein, Polizeiobermeister Bichler. Wer ist denn da, wenn ich fragen darf? Sabine Fricke von der Zentrale der DVB-Versicherungen. Ich würde gerne Herrn Schulze sprechen. Schulze, das ist der Versicherungsheini aus dem Jagdhorn. Vielleicht ist er der Verkohlte. Der Herr Schulze, der ist jetzt gerade das. Ist jetzt gerade schlecht. Mau, du bist. Ich wieder Mama. Kuna. Was ist hier los, Hubert Halmer? Es ist. Das ist eine komplizierte Geschichte. Gut, ich mag komplizierte Geschichten. Es geht um eine Versicherung. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich dachte. Ja. Ein fauler Deal. Ich dachte, dass wir es damit hier rausschaffen. Ja, wir. Die Olivia und du. Nein. Du und ich. Und jetzt? Jetzt ist es halt ein bisschen komplizierter geworden. Ja, es ist jetzt so, dass es... Was wollen Sie denn von dem Schulze? Das würde ich Ihnen gern persönlich sagen. Und wenn das nicht geht? Ich verstehe nicht. Aber ich weiß gerade nicht... Wenn Sie uns keine Auskunft geben, dann muss ich Sie mit einem Mord in Verbindung bringen und lade Sie vor. Ganz genau. Also, was ist jetzt mit dem Schulze? Länger nicht gesehen. Also, wenn ich da was bescheinigen soll, dann muss ich mir den vorher anschauen. Ich war heute Morgen bei ihm. Er ist fit. Topfit sogar. Ich kann nur attestieren, was ich vorher selber diagnostiziert habe. Ja. Ja, klar, verstehe. Es ist nur so, Sie schaden ja niemanden damit. Wie meinen Sie das jetzt? Naja, diese Gesundheitserklärung. Sie helfen den Poltrox und mir, weil Sie doch gesagt haben, dass ich jederzeit... Erst die Visite, dann die Diagnose, dann bestenfalls eine Bescheinigung. Wenn ich schaffe, fahre ich heute noch hin, ansonsten Montag. Frau Anzeneder, bitte. Hallo? Also, Rupert Halmer hier von der DVB. Es geht um die Gesundheitserklärung. Es kann sein, dass der Doktor vielleicht heute noch vorbeikommt. Jedenfalls bin ich mir nicht mehr so sicher, ob er... Am besten sofort anrufen, wenn er kommt. Sofort anrufen. Vielen Dank. Seltener Gast. Grüß dich, Olivia. Wo ist der Rupert Halmer? Wer? Der mit den Versicherungen.
Hat er dich übers Ohr gehauen? Wo ist er? Frag sie. Wo? Fühlst du von ihm? Das geht dir nicht so. Den doch. Halmer? Rupert Halmer! Der ist nicht da, da kannst du viel brüllen, wie du willst. Kommt er wieder? Geh ich von aus? Dann sag ihm, dass ich wart. Worauf? Dass er hält, was er mir versprochen hat. Was denn? Das war's er denn schon. Ich weiß nicht, ob sich das hier schon rumgesprochen hat, aber ich dulde hier weder Gleitzeit noch Gleitgel. Das ist gut. Ja. Und ich weiß auch nicht, seit wann man hier ohne Schlips auftaucht. Vielleicht erzählt uns der Kollege einfach mal, was so seine Ziele hier in der Truppe sind. Meine Ziele? Ja, was ist der Auftrag? Wie endet die Schlacht, Halmer? Hä? Also, ich will natürlich Erfolg. Erfolg? Ja, Verträge abschließen, also Umsätze schreiben. Meinen eigenen Bezirk. So die Richtung, ja. Setzen, Halmer. Also, Männer, wir sind hier an dem verlassensten Ort der Welt. Ganz auf uns alleine gestellt. Der Feind, eine hinterhältige, verschlagene Dorfbevölkerung. Keine Zentrale, keine Filiale, Guerillakrieg von Tür zu Tür. Und jeder Vertragsabschluss ist eine Schlacht. Und ich will die gewinnen, jede einzelne. Wenn wir in 2 Wochen hier fertig sind, ist das hier komplett DVB-Land. Keine Hütte, die nicht von uns versichert ist und keine Menschenseele ohne Lebensversicherung von uns, verstanden? Ich kenne das Geschäft von der Pike auf. Ich weiß, wie es euch geht. Ich weiß, wie ihr euch fühlt, wenn ihr da draußen seid. Jeden Tag, bei jedem Wetter. Wer da nicht weiß, was er will und warum er das macht, der packt das nicht. Aber zum Glück gibt's ja mich. Wenn ihr zukünftig Fragen habt, dann kommt ihr zu mir. Wenn es Probleme gibt, dann kommt ihr zu mir. Eure Eltern, eure Freundin, vergesst ihr, ab jetzt gibt es nur noch mich. Okay? Adresslisten. Jeder eine. Morgen Abend will ich die ersten Abschlüsse sehen. Kommt es denn eben weg? Selber schuld. Und jetzt will ich nichts mehr hören. Verstanden? Keinen Ton mehr. Von wegen, das ist scheiße. Auch die Städte Sodium und Gomorra hat er eingeäschert und zum Untergang verurteilt. Als ein Beispiel für alle Gottlosen in späteren Zeiten. Wie geht's eigentlich Olivias Vater? Gut, ganz gut sogar. Also die Heimleiterin hat gesagt, dass er heute Morgen hat, also was gesagt haben. Der Adolf? Okay, hört sich keinen Scheiß hier auf. Der hat doch seit 1000 Jahren der doch kein Wort nicht mehr gesagt. Hat sie gesagt, dass er was gesagt hat? Grüß Gott allerseits. Mein Name ist Fricke von der Zentrale der DVB. Komme ich ungelegen? Ja. Nach dem unglücklichen Ausscheiden von Herrn Schulze werde ich bis zur Ernennung eines Nachfolgers hier die Geschicke lenken, wenn die Herren mir vielleicht den Weg ins Büro weisen wollen.
Entschuldigung, Rupert Halmer, ich gehöre auch dazu. Beziehungsweise, nein, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich habe jetzt nämlich andere Pläne. Andere Pläne? Ja, Versicherungen sind einfach nicht meine Welt. Ich meine, wenn man das will, dann ist das okay. Aber ich für meinen Teil, ich habe halt andere Pläne. Eher sowas mit Leuchtturm. So postkartenmäßig. Tja, könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Ja, ja, nein. Warte, ich helfe dir. Brauchst nicht. Das schaffe ich schon allein. Gemeinschaftsgefühl zu stärken, werden wir nun miteinander atmen. Dazu schließen wir die Augen und fühlen uns eins mit unserer Umgebung. Aida Halmer fährt weg. Bist du bereit? Von der DVB. Wo macht ihr Z? Ich komme von der DVB. Ha? Es geht um ihre vermögenswirksame Leistung. Ich komme ja extra von der BDV. Ich meine, von der DVB. Jetzt ist Klopp ganz schlecht. Sie haben doch eine vermögenswirksame Anlage. Mit einer einweisen Bank. Woher haben Sie meine Adresse? Na, von der DVB. Aus dem Zentralcomputer. Zu Ihrer Vermögenswirksamkeit. Da zahlen Sie wie viel? Das ist eine Versicherung. Na, keine Lebensversicherung. Also für 50 Euro würden Sie... So eine Versicherung. Na? Wie alt bist du denn? Simi. Und? Was willst du mal werden? 80? Was willst du dir? Das weißt du nie. Also, wenn Ihnen 50 Euro zu viel sind. Jetzt lassen Sie mal heute was da. Sie sehen doch, dass ich was zahlen habe, Herrschaft. Ich brauche keine Versicherung. Ich bin im Herrn. Ja. Die Kirche ist ja auch das Einzige, was einem heute noch Halt gibt. Ach was, Kirche. Die Kirche ist gefallen. Die Kirche ist nicht mehr im Herrn. Ja. Aber ich bin im Herrn. Verstehe. Bist du im Herrn? Und ich? Ja, schon. Ich helfe Leute mit Versicherung. Da ist man ja schon irgendwie... Siehe, wie die Heuschrecken fallen sie ein in das Land. Jetzt halt noch mal. Moment. Wenn ich von der Wallfahrt zurück bin, dann können wir über deine Zeit da sprechen. Ja, das ist gut. Aber... Wir haben da eine Art Aktionsangebot. Ich will Regen geben zu seiner Zeit. Und das Land soll sein Gewächs geben und die Bäume auf dem Feld und die Früchte. Jetzt los mal was da. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Rohrbruch haben, dann würde der Schaden von der Hausrat übernommen werden. Im Krieg haben wir ja auch nichts gehabt. Ja, aber damit wäre jetzt alles abgesichert. Im Krieg ging alles kaputt. Obwohl wir nichts gehabt haben. Ja, ja, schreckliche Zeit. Nicht, dass der Russ mich auch noch holt. Wissen Sie was? Ich lasse Ihnen einfach was hier. Und Sie schauen sich das ganz in Ruhe an.
hat gesagt, der Wedekind kommt und macht die Gesundheitsprüfung. Ja, hat gesagt, heute oder Freitag. Was ist denn passiert? Am Telefon der sagt. Der Bichler war da. Der Bichler? Der Polizist? Der sucht den Doktor. Warum? Der Doktor ist verschwunden. Verstehe ich nicht. Na, der war da. Der wollte ihn ins Krankenhaus bringen. Wovon redest du? Die Gesundheitsprüfung, das hat nicht funktioniert. Und? Olivia? Was ist mit dem Doktor? Der wollte nicht mitspielen, der hätte uns verraten, der musste weg. Den Kopf fressen die Schweine nicht, der muss auch weg. Ja, den müssen wir verschwinden lassen. Weil ich lass mich nicht einspüren, weil du mich überredet hast mit deinem Freund im Wedekind. Was hab ich? Du bist schuld. Du hast gesagt, dass das funktioniert. Aber wenn der Bichler noch einmal fragt, dann sag ich, dass das alles deine Idee war. Dass du mit dem Doktor unter einer Decke steckst. Was dir eben ehren. Das schaut nicht gut aus für dich. Aber wir müssen ihn verschwinden lassen. Und ich weiß ja schon wo. Also da ist er schon mal nicht. Irgendwo muss er sein. So ein Scheiß. Schön. Wunderschön. Das ist mal eine angemessene Karre für einen DVB-Boss, oder? Hm? Ist Importauto von meiner Schwager. Import? Was bei dir Import heißt, möchte ich aber gar nicht wissen. Na, das nennt man Business. Und die Zulassung? Ich meine, der Wagen hat keine Papiere. Hab ich andere Schwager. Mach dir Papiere mit Stempel. Fertig. Kannst du sofort mitnehmen. Lena? Sie ist weg. Alle sind weg. Könnt ihr vielleicht auch noch ein kleines? Die Zapfanlage ist dicht. Feierabend. Gut, dann. Ja, man tut, was man kann. Einmal keine Marmelade? Ja, genau. Einmal keine Marmelade bekommen. Wie war es denn gestern noch mit dem Dr. Wedekind? War er friedlich? Er war, ich würde mal sagen, anhänglich. Alma, bist du für dich? Dein Zwillingsbruder. Du musst immer zuerst F4 drucken. F4, ja, F4, F4. Eine Adler war mir lieber. Was schreibst du denn für einen Scheiß? Unfallbericht. Das kommt nicht auf. Von der Olivia im Handwagen. Ja, gibt ja keinen anderen. F4? Ja, ist ja gut. Du. Marmelade, schreibt man das eigentlich mit 2 M? Also in der Mitte meine ich. RM. In Marmelade.
Und? Was sagst? Kannst du mir das bitte aufwischen? Na, Bruno, ich wische das erst heute Nacht auf mit den anderen fünf, die du noch fallen lässt. Was ist denn halt los mit dir? Nix ist mit mir los. Du lässt bloß andauernd die Gläser fallen. Weil du bloß einen Arm hast. Der andere ist nämlich ab. So redst du nicht mit mir, mein Fräulein. Ja gut, dann lass ich's halt. Dann lass ich's halt alles. Lena? Also, wenn sie nichts ausmacht, schauen wir die Scheiße nicht nochmal an. Erkennt man noch was? Wie viele? Einer. Was soll denn er jetzt? Scheint er heute eine Fährte aufgenommen. Aus, als ob er was gefunden hat. Was ist denn das? Zehn. Falsche Zehn. Falsche Zehn? Dritte Zehn. Ein Gebiss. Scheiße. Da sag einmal, der Doktor hat so einen Artikel. Das hat er mir mal gesagt. Was glaubst du? Möchte ich haben bitte mein Geld, zweite 500 von Auto von Doktor. Weil ich muss weg. Olivia, Zeit in Uhr ist knapp. Machst du jetzt bitte schnell? Die Handschellen. Die sind in der Ding. Ach,
Das hätte jetzt fast zusammengefahren. Oh, Scheiße. Du hast gesagt, Auto loswerden kostet. Das hast du gesagt. Aber Auto ist nicht weg. Und jetzt hole ich meine 500 zurück. Sag mal, Frau, bist du blöd, eh? Hast du Flehe im Kopf? Wir haben gemacht Business. Ich will mein Geld. Olivia? Herr Schulze und seine Truppe? Neben dem Zimmer. Komm. Ja. Am Ende des Tages steht Erfolg für die Firma. Erfolg bedeutet aber auch Umsätze. Ich will hohe Umsätze machen, um es möglichst bald zum eigenen Bezirk zu bringen. Gut, Hoppe, sehr gut. Ziel anvisieren, schießen, nachladen, direkt das nächste Ziel. So funktioniert's. Breaking News, die Herren. Kollege Halmer hat sich herbequemt. Hallo. Ich weiß nicht, ob sich das hier schon rumgesprochen hat, aber ich dulde hier weder Gleitzeit noch Gleitgel. Das ist gut. Ja. Und ich weiß auch nicht, seit wann man hier ohne Schlips auftaucht. Vielleicht erzählt uns der Kollege einfach mal, was so seine Ziele hier in der Truppe sind. Meine Ziele? Ja, was ist der Auftrag? Wie endet die Schlacht, Halmer? Ha? Also, ich will natürlich Erfolg. Erfolg? Ja, Verträge abschließen, also Umsätze schreiben, meinen eigenen Bezirk. So die Richtung, ja. Setzen, Halmer. Also, Männer, wir sind hier an dem verlassensten Ort der Welt. Ganz auf uns alleine gestellt. Der Feind, eine hinterhältige, verschlagene Dorfbevölkerung. Keine Zentrale, keine Filiale, Guerillakrieg von Tür zu Tür. Und jeder Vertragsabschluss ist eine Schlacht. Und ich will die gewinnen, jede einzelne. Wenn wir in 2 Wochen hier fertig sind, ist das hier komplett DVB-Land. Keine Hütte, die nicht von uns versichert ist und keine Menschenseele ohne Lebensversicherung von uns, verstanden? Ich kenne das Geschäft von der Pike auf. Ich weiß, wie es euch geht. Ich weiß, wie ihr euch fühlt, wenn ihr da draußen seid. Jeden Tag, bei jedem Wetter. Wer da nicht weiß, was er will und warum er das macht, der packt das nicht. Aber zum Glück gibt's ja mich. Wenn ihr zukünftig Fragen habt, dann kommt ihr zu mir. Wenn es Probleme gibt, dann kommt ihr zu mir. Eure Eltern, eure Freundin, vergesst ihr, ab jetzt gibt es nur noch mich. Adresslisten. Jeder eine. Morgen Abend will ich die ersten Abschlüsse sehen. Also eine ganz niedrige, also eine wirklich sehr niedrige Lebensversicherung zu machen. 100.000. 100? Frau Poltrock, das ist... Olivia. Ja, Olivia, wissen Sie, was das kostet? Es kommt halt auf sein Alter an, das Eintrittsalter. Ich hab's verdient, dass ich irgendwann hier wegkomme. Ja. Ich hab's für echt verdient. Ja, er wirkt ja noch ganz, aber wir bräuchten trotzdem eine Gesundheitsprüfung. Eine Prüfung? Ja.
Eine Gesundheitsprüfung vom Arzt. In seinem Alter, also Sie sagen, er ist jung, aber das wird trotzdem nicht ganz einfach. Obwohl. Der Wedekind. Der Wedekind? Ja, klar. Der Arzt. Der schuldet mir noch was. Ich hab extra für dich gekocht. Das ist einmal. Das gut benannt ist im Glas. Schwer zum sagen, wann der Doktor wieder kommt. Der ist manchmal den ganzen Tag unterwegs. Aber er ruft zwischendurch immer mal an. Und wissen Sie, wo er jetzt ist? Also jetzt, im Moment? Jetzt? Bei der Gschwendner Lisbeth. Er hat gesagt, ich soll ein Kopftuch tragen, wie die Rutzenweiber. Aber wohin? Fünf Buben habe ich gehabt. Alle gefallen beim Russ. Das tut mir leid. Nicht, dass der Russ mich auch noch holt. Nein, das glaube ich nicht. Wegen der Versicherung sind Sie da, gell? Nein. Ja. Wie gesagt, ich suche den Herrn Dr. Wede. Ich habe unterschrieben, damit ich sicher bin vom Russ. Er hat dringend ins Jagdhorn müssen. Irgendwas mit Bruno am Wirt. Ist der Doktor da? Wie geht's eigentlich Olivias Vater? Gut, ganz gut sogar. Also die Heimleiterin hat gesagt, dass er heute Morgen hat, also was gesagt haben. Der Adolf? Okay, hört sich keinen Scheiß hier auf. Der hat doch seit 1000 Jahren doch kein Wort nicht mehr gesagt. Hat sie gesagt, dass er was gesagt hat? Grüß Gott allerseits. Mein Name ist Fricke von der Zentrale der DVB. Komm ich ungelegen? Ja. Nach dem unglücklichen Ausscheiden von Herrn Schulze werde ich bis zur Ernennung eines Nachfolgers hier die Geschicke lenken, wenn die Herren mir vielleicht den Weg ins Büro weisen wollen. Entschuldigung, Rupert Halmer, ich gehöre auch dazu. Beziehungsweise, nein, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich habe jetzt nämlich andere Pläne. Andere Pläne? Ja, Versicherungen sind einfach nicht meine Welt. Ich meine, wenn man das will, dann ist das okay. Aber ich für meinen Teil, ich habe halt andere Pläne. Eher sowas mit Leuchtturm. So postkartenmäßig. Tja, könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Ja, nein. Warte, ich helfe dir. Mach's nicht. Das schaffe ich schon allein. Gemeinschaftsgefühl zu stärken, werden wir nun miteinander atmen. Dazu schließen wir die Augen und fühlen uns eins mit unserer Umgebung. Eide Halmer fährt weg. Bist du bereit? Lass gut sein, Bruno. Hat
alles seine Richtigkeit zu haben. RM. In Marmelade. Und? Was sagst? Was ist denn? Hm? Home sweet home? Komm. Ist ja gut. Ja. Jetzt warte. Das will einfach nicht. Tut mir leid. Wir müssen reden. Ich werde es einfangen und wieder zurückbringen, das verspreche ich. Das holt sich ihr bald, der Fuchs. Das wäre ja. Aber meine Haftpflicht wird den Schaden ersetzen. Ich muss dann einfach nur noch. Für den Hagelschaden im Sommer. Der Hagelschaden? Der wird auch nicht ersetzt. Hagelschaden? Nein, das ist. Da ist nichts versichert von der. Also von uns. Das Ei? Die anderen haben alle was abgekriegt von der Versicherung für die verlorene Ernte. Ernte? Sie haben doch gar keine Felder mehr, oder? Und kein Ferkelchen. Lebensversicherung. Ich. Eine Lebensversicherung. In Australien, da fliegen bunte Sittiche frei rum, wie bei uns die Spatzen. Mhm. Ich habe da mal ein paar Angebote rausgesucht. Da müssten wir jetzt nur noch das Geburtsjahr. Also müsste ich 1932. 1932. Ja, nicht für mich. Für den da. Für ihren Vater. Leuchttürme haben wir hier leider nicht. Aber ist ja auch ganz schön. Und windig. Du hast vergessen. Der ist gestern für dich gekommen. Was Blödes. Ach, nicht wichtig. Warum bist du da gleich noch mal weg? Von Rügen. Ich habe da bei so einer Bank gearbeitet. Ja, und ich hatte gute Kumpel, eine feste Freundin, alles top. Bis dann. Bis? Mein bester Freund und meine Freundin, die haben sich dann. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Es ist wohl schon eine Weile gegangen. Deswegen bist du geflüchtet. Geht dir schon noch ganz schön nah, oder? Mir? Pff. Gar nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Tschüss.
muss einen Schlussstrich ziehen. Was Neues anfangen. Was Neues? Ja. Ist halb früh nicht gekommen. Und ich kann ihn auch nicht erreichen. Ich meine, das ist doch komisch. Mhm. Ist schon komisch. Und hast du ihn das letzte Mal gesehen? Am Freitagnachmittag. Er hat einen Anruf gekriegt von der geschwänden Elisabeth. Vielleicht, dass die was weiß. Mhm. Vielleicht. Jesus Maria Bichler. Ich arbeite jetzt bald 12 Jahre für den Doktor, aber sowas ist noch nie vorgekommen. Ich meine, das ist doch komisch, oder? Ja. Hedi. Bei DVB. Ha? Es geht um Ihre vermögenswirksame Leistung. Ich habe noch keine Zeit. Ich komme ja extra von der BDV, ich meine von der DVB. Jetzt ist es noch ganz schlecht. Sie haben doch eine vermögenswirksame Anlage. Mit einer Einweisenbank. Ja, und dann ziehen wir ihre Adresse. Na, von der DVB. Aus dem Zentralcomputer. Zu Ihrer vermögenswirksamen. Da zahlen Sie wie viel? Das ist eine Versicherung. Na, keine Lebensversicherung. Also für 50 Euro würden Sie. So eine Versicherung. Na? Wie alt bist du denn? Simi. Und? Was willst du mal werden? Achte? Was möchten denn dir? Das weiß ja nie. Also wenn Ihnen 50 Euro zu viel sind. Jetzt lass es mal heute was da. Sie sehen doch, dass ich was zahlen habe, Herrschaft. Ich brauche keine Versicherung. Ich bin im Herrn. Ja. Die Kirche ist ja auch das Einzige, was einem heute noch Halt gibt. Ach was, Kirche. Die Kirche ist gefallen. Die Kirche ist nicht mehr im Herrn. Ja. Aber ich bin im Herrn. Verstehe. Bist du im Herrn? Und ich? Ja, schon. Ich helfe Leute mit Versicherung. Da ist man ja schon irgendwie. Siehe, wie die Heuschrecken fallen sie ein in das Land. Jetzt halt noch mal. Moment. Wenn ich von der Wallfahrt zurück bin, dann können wir über deine Zeit da sprechen. Ja, das ist gut. Aber wir haben da eine Art Aktionsangebot. Ich will Regen geben zu seiner Zeit. Und das Land soll sein Gewächs geben und die Bäume auf den Feldern die Früchte. Jetzt los mal was da. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Rohrbruch haben, dann würde der Schaden von der Hausrat übernommen werden. Im Krieg haben wir ja auch nichts gehabt. Ja, aber damit wäre jetzt alles abgesichert. Im Krieg ging alles kaputt, obwohl wir nichts gehabt haben. Ja, ja, schreckliche Zeit. Nicht, dass der Russ mich auch noch holt. Wissen Sie was? Ich lasse Ihnen einfach was hier. Und Sie schauen sich das ganz in Ruhe an. Gut. Du bist schuld. Nee. Also, doch, ja, klar, ich auch. Ich dachte, dass das funktioniert, aber das ist Schwachsinn. Sowas funktioniert nie. Doch. Wir müssen die Sache beenden, Olivia. Jetzt! Olivia, warte! Was hast du vor? Der Kopf vom Doktor. Der schwimmt im Weiher. Genau. Man fragt sie, warum nur der Kopf? Gute Frage, aber wir haben bloß den.
Ein anderer verbrennt im Wagen vom Doktor. Hast du den Tschechen erreicht? Na, der meldet sich nicht. Ich suche den Rupert. Du weißt nicht zufällig, wo der ist. Na. Aber er hat gesagt, er will zu dir. Mein Vater braucht mich. Ich muss nein. Ja, schon klar. Aber wenn du was hörst, wenn du mir dann vielleicht Bescheid sagen kannst. Mach ich. Das dann noch. Das ist unten am Wasser gelegen. Und dem gehört das jetzt wieder? Ja, woher soll ich jetzt bitte wissen, wem die. Das Scheißding geht noch. Hallo? Hallo? Ein Moment, gleich. Sieht wohl ganz danach aus, ja. Die haben aber dann ihre Lektion gelernt. Und das sind dann auch die, die am Ende den Krieg gewinnen werden. Aber eine Sache habe ich noch. Deine Rußschleuder da draußen ist echt eine Schande für die ganze Truppe. Folgender Vorschlag, komm rein. Ich habe mir überlegt, wenn das weiterhin so gut läuft hier, dann würde ich mir selbst ein kleines Auto-Upgrade gönnen. Und meine Schlüssel, die wären ja dann frei. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also ich glaube, danke. Aber ich fahre doch lieber meinen alten. Der ist von meinem Vater und das ist das Einzige, was ich von ihm hab. Immer rausstechen aus der Truppe, ne? Immer eine Extrawurst. Aber ich mag dich halt immer. Jetzt mir erlaubt. Wie mag ich das? Der Schweinsbraten. Ja. Warte mal. Ihr werdet ja noch richtig gute Freunde. Was? Nein. Das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Das nee, wie schaut's aus? Noch mal durch. Na, kann ich dir geben, Maximum, sagen wir 20 Euro. 20 Euro? Das ist zu wenig. Na bitte. Trompete ist Schrott. Und das ist ja keine MP3-Player. Bekomme ich ja nichts dafür. Na gut, unter Freunden, sagen wir 25 Euro. Hm? Wenn Sie im Wartezimmer Platz nehmen, dann rufe ich Sie auf. Frau Anzneder, bitte. Könnte ich nur ganz kurz zu ihm? Es ist wirklich nur eine Frage. Oh, Frau Anzneder, was macht denn Ihre Blase? Och, meiner geht's top. Wie es bei Frau Anzendings da ist, weiß ich nicht.
Wie war der Tag noch? Der Tag danach? So rein schädeltechnisch, meine ich. Was kann ich für Sie tun? Weil du sagtest, ich hatte einfach ein paar Anlaufschwierigkeiten. Aber die Gesundheitsprüfung fehlt noch. Ja, das läuft. Die musst du noch nachliefern. Mhm. Und gegengezeichnet hast du auch noch nicht, aber das können wir machen, wenn du mir die Gesundheitsprüfung bringst. Ja, ja, ja. Es gibt Leute, die brauchen nur mal einen kräftigen Tritt in den Hintern. Oder, Halmer? Sieht wohl ganz danach aus, ja. Die haben aber dann ihre Lektion gelernt. Und das sind dann auch die, die am Ende den Krieg gewinnen werden. Aber eine Sache habe ich noch. Deine Rußschleuder da draußen ist echt eine Schande für die ganze Truppe. Folgender Vorschlag, komm mal hier. Ich habe mir überlegt, wenn das weiterhin so gut läuft hier, dann würde ich mir selbst ein kleines Auto-Upgrade gönnen. Und meine Schlüssel, die wären ja dann frei. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also ich glaube, danke. Aber ich fahre doch lieber meinen Alten. Der ist von meinem Vater und das ist das Einzige, was ich von ihm habe. Immer rausstechen aus der Truppe, ne? Immer eine Extrawurst. Aber ich mag dich halt immer. Hättest du mir erlaubt. Ich mag dich doch. Der Schweinsbraten. Ja. Ihr werdet ja noch richtig gute Freunde. Was? Nein. Das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Das nee, wie schaut's aus? Noch mal durch. Kann ich dir geben, Maximum, sagen wir 20 Euro. 20 Euro? Das ist zu wenig. Na bitte. Trompete ist Schrott. Und das ist ja keine MP3-Player. Bekomme ich ja nichts dafür. Na gut, unter Freunden, sagen wir 25 Euro. Hm? Wenn Sie im Wartezimmer Platz nehmen, dann...